Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir sind im 16. Gruppe B, nachdem wir natürlich gestern, wie soll ich sagen, ein Highlight der Highlights hatten, haben wir jetzt Anti mit Jagdsaison Remix. Das erste, was mir bei Jagdsaison in den Kopf kommt, ist natürlich der JBG3-Track. Jetzt ist Jagdsaison. Aber das ist ein Remix. Ich habe keine Ahnung, was er da uns damit erklären will. Wir werden reinhören. Der erste, die Qualifikation von Anti war ja ganz nice, muss ich sagen. War mit ein bisschen zu monoton. Das war so der hauptsächliche Kritikpunkt. Aber ansonsten kopfnicker Beat auf jeden Fall. Und war gechillt. Hatte gute Reime, guten Text. War alles nice, halt ein bisschen zu monoton. Mal sehen, ob er da jetzt ein bisschen fitter ist. Aber alles mal hat er mir gut gefallen in der Quali. Wir hören rein. Oh, ist wieder kopfnicker Beat, merkt man direkt schon. Guter Beat. Komm zum Battle und ich kick dich raus. Komm, lass uns Dicky bauen. Aber komm mir nicht vorbei mit deinem Billigkraut. Er hört sich echt teilweise wirklich immer noch bei manchen Betonungen ein bisschen an wie Julian. Leicht. Aber komm mir nicht vorbei mit deinem Billigkraut. Chill unter einer Brücke, rauche Hase, machen Whisky auf. Digga, was für New School durch die Boxen, hörst du Biggie Sounds? Ich chill mit ein paar Kumpels im Park und wir killen ein paar Flaschen auch bei unter 0 Grad. Ey, oh, wir machen Kreide, Digga, lila. Oh, er macht den. Wer war das? Wer ist immer gerade ausgelaufen, Mann? In dem JBB? Oder war es auch JTC? Ich weiß nicht genau. Einer ist immer gerade ausgelaufen. Er ist genau der jetzt. Tür, ich chill mit ein paar Kumpels im Park und wir killen ein paar Flaschen auch bei unter 0 Grad. Ey, oh, wir machen Kreide, Digga, lange Scheine, Digga, lassen deine Kumpels auf Kreditkarten beißen, Digga, 4-7 Melf ist die Mannschaft in meinem Rücken. Rapper werden leise, wenn ich anfange zu spitten. Immer Baba Hases blüffen und die haben just am Ermitteln, denn wir sind mal wieder in so viele Straftaten verwickelt. Ey, du Spaß, kannst dich verpissen. Ich chill mit Homies, die Dope vertickeln und Coca sniffen am Pokertischen und Baller Latinas mit Monster. Okay. Nice, man, gute Breaking Bad Anspielung. Eine der ersten, ich weiß nicht, 5, 6 Folgen und nächstes war irgendwie dritte, vierte Folge oder so. Kleiner Spoiler, aber nichts Wildes. Haben sie jemanden umgebracht, eine Leiche in Säure aufgelöst und die ist dann durch die Badewanne, glaube ich, durch die Decke gefallen. Ja, deswegen, unsere Opfer gehen durch die Decke. Und, oder was war das? Unsere Hits gehen durch die Decke wie Opfer von Walter White. Irgendwie so. Noch eine Monat Zeit und wir gehen durch die Decke, so wie Opfer von Walter White. Ich hab all mein Gras weggeraucht. Baller den Sound, es ist atemberaubend. Lilanes Geld kommt zu 4-7-11, wenn du Wiese bestellt hast, man, wir liefern auch schnell. Ich hab all Style und das Geld. Mein Gras weggeraucht, baller den Sound, es ist atemberaubend. Hip-Hop lebt, ey, und ich hol ihm die Eins. Alles, was ich dafür brauche, sind die Strophen, die ich schreib. Bruder, besser lauf, es kommt zu Schluss. Okay, not bad. Zum Anti-Doppelis mit der Unterwelt vertraut. Kurse klettern rauf, 08 für 100 da verkauft. Ist mir immer noch ein bisschen zu monoton und ich wünsche mir immer noch mehr Druck. Ich wünsche mir immer noch ein bisschen mehr Druck und halt ein bisschen mehr Variation in der Stimme, so, weil es für mich ein bisschen zu monoton ist. Aber ansonsten, er kann gut flowen. Text ist okay. Paar Sachen sind nice, paar Sachen gefallen mir nicht so. Aber da ist auf jeden Fall gutes Potenzial da, Alter. Der ist nicht schlecht. Denn alle wollen rotzen, Rapper, Junkies, Unternehmer auch. Guck, wie ich mit Wörtern schieß, zerstör MCs auf Mörderbeats. Parallel dazu mit deinem Bein im Knast wie Herschel Green. Rede nicht mit mir, ich bin Parallel mit einem Bein im Knast wie Herschel Green. Nice, Alter. Das ist eine Walking Dead Zeile. Herschel Green, der Vater von Maggie, hat irgendwann im Laufe der Serie ein Bein verloren, hat nur noch ein Bein und ein Teil der Serie, ich glaube so Staffel 3 rum müsste das sein, Staffel 2, 3 spielt in einem Gefängnis, deswegen mit halbem Bein im Knast, erinnert mich natürlich an eine Kollegazeile, bin mit einem halben Bein im Knast wie Oscar Pistorius, aber diese Zeile ist jetzt halt, wie soll ich sagen, Ist eigentlich dieselbe Zeile, nur mit einem anderen Charakter, sag ich mal so. Du bist auf Mörderbeats, parallel dazu mit deinem Bein im Knast wie Herschel Green. Rede nicht mit mir, ich bin alkoholisiert. Das heißt, ich kann prognostizieren, was in der Nacht noch so passiert. Hier, ich zertrete dir mit Adidas schon. Boah, ich wünsche mir, ich muss die Reaction von JJ gesehen, wie er bei dieser Zeile gestruggelt hat. Weil der Typ guckt absolut keine Serien und hat absolut keine Ahnung, wer das ist. Das heißt, ich kann prognostizieren, was in der Nacht noch so passiert. Hier, ich zertrete dir mit Adidas schon die Fresse. Danach kannst du loser Texte durch den Sprachcomputer rappen. Ware testen, Nase flexen, Wochenende voll.
Rausch, lass den Rubel rollen wie bei Coke Sessions in Moskau. Ey, Obama, dicker Sound aus dem mattschwarzen Audi. Wenn ich wollt, wär ich der nächste Star wie Alpha Centauri. Sag es weiter, Hip-Hop lebt, ich hole ihm die Eins. Alles, was ich dafür brauche, sind die Strophen, die ich schreib. Ich hab an meinem Gras Decke rauf. Ich baller den Sound, das ist atemberaubend. Lilanes Geld kommt zu 4, 7, 11, wenn du Wiese bestellt hast, man, wir liefern auch schnell. Ich hab an meinem Gras weggeraucht. Baller den Sound, das ist atemberaubend. Hip-Hop lebt, ey, und ich hole ihm die Eins. Alles, was ich dafür brauche, sind die Strophen, die ich schreib. Ich hab an meinem Gras weggeraucht. Baller den Sound, das ist atemberaubend. Lilanes Geld kommt zu 4, 7, 11, wenn du Wiese bestellt hast, man, wir liefern auch schnell. Ich hab all mein Gras weggeraucht. Ja, okay, Hook ist okay. Er braucht jetzt nicht 20 Mal wiederholen am Ende. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich finde den Typen sehr sympathisch von seinen Texten her. Bisschen, wie gesagt, immer noch ein bisschen zu monoton. Und es fehlt auch für mich ein bisschen der Druck. Er kann noch mehr, glaube ich, machen mit seiner Stimme. Aber ansonsten, krasser Flow, finde ich. Teilweise sehr, echt gute Zeilen. Die eine Zeile war jetzt an sich eigentlich eine 1:1-Zeile von der Kollega. Eine 1:1-Kopie von der Kollega-Zeile. Ich weiß nicht, ob es Doppelschöpfung war oder. Egal, war trotzdem, hat er trotzdem gepasst. War eine gute Zeile trotzdem. Nice, man. Not bad. Ich finde den fresh. Ich finde es krasses, während der ganzen 3 Minuten kein Typ da lang gegangen ist. Ey, richtig weird. Also, gerade bei uns in der Gegend, wenn du da nachts lang gehen würdest, in so einer Gegend, wo es auch für Obdachlose, sag ich mal, eine gute Schlafmöglichkeit geben würde oder so Licht oder so ist. Das wäre voll da gefühlt um diese Zeit. Ey, aber nicer Typ, Leute. Schreibt mir auch mal gerne rein zu Anti. Und ich würde sogar sagen, dass mir das besser gefallen hat als die Qualifikation von ihm. Nice. Schreibt mir auch mal rein. Von ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.